Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein Horoskop für den Monat August an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Wenn du dich zusätzlich fragst, was dieser Monat für dich in Bezug auf dein Liebesleben, deine Karriere und dein persönliches Wohlbefinden bereithält, dann bleib bis zum Ende dran und du erhältst eine 3-Karten-Tarot-Lesung, bei der du Antworten und Tipps für einen unvergesslichen Monat bekommst. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Fische, mach dich bereit für einen Sommer voller Liebesenergie, denn dein Horoskop für August 2023 bringt Ex-Liebhaber und alte Freunde zurück in dein Leben. Obwohl Venus rückläufig ist, ist dieser Monat voller kraftvoller und transformativer kosmischer Ereignisse, die deine Beziehungen und dein persönliches Wachstum prägen werden. Der Monat beginnt mit einem subtilen, aber sensationellen Vollmond, der deine Fantasie anregt und dich zu unkonventionellen Tagträumen inspiriert. Lass den Alltag hinter dir und nimm dir etwas Zeit für ein Mondritual, um dich mit deiner spirituellen Seite zu verbinden. Der kommunikative Merkur trifft während dieser Lunation auf den ernsten Saturn in deinem Zeichen und regt zu wichtigen Gesprächen über Verpflichtungen und Beziehungen an. Bleib dir selbst treu, Fische, und vertraue auf deinen Instinkt, wenn du diese Gespräche führst. Der Löwe steht in den ersten Wochen des Monats im Mittelpunkt und aktiviert dein produktivitätsorientiertes 6. Haus. Da Venus zur gleichen Zeit rückläufig ist, wirst du die Art und Weise, wie du deine Zeit und Energie investierst, neu bewerten. Der Neumond in Löwe am 16. August bringt all diese Energien zusammen und sorgt für einen Moment der Klarheit und eine Gelegenheit, mit den Lektionen, die du gerade lernst, voranzukommen. Überlege dir, wie du deinen Tagesablauf oder deine Wellnessgewohnheiten besser ausrichten kannst, um die Kraft dieser Mondenergie zu nutzen. Wenn am 23. August die Jungfrauenzeit beginnt, verlagert sich dein Fokus auf Beziehungen. Am selben Tag beginnt jedoch auch der rückläufige Merkur, was zu Herausforderungen in der zwischenmenschlichen Kommunikation führen kann. Du könntest dich dabei ertappen, wie du auf vergangene Beziehungsstreitigkeiten zurückblickst, die nie ganz gelöst wurden. In dieser Zeit ist es wichtig, flexibel zu bleiben und eine kühle und analytische Herangehensweise an belastende Diskussionen zu wählen. Auch wenn deine Sensibilität ein Geschenk ist, solltest du versuchen, die Dinge in dieser Zeit nicht zu persönlich zu nehmen, um die Herausforderungen, die der Rückschritt mit sich bringt, zu erleichtern. Der Monat gipfelt in einem weiteren wunderschönen Vollmond, diesmal in deinem Zeichen Fische. Dieser Mond steht im Einklang mit dem praktischen Saturn und bietet dir eine großartige Gelegenheit, persönliche Grenzen zu setzen und deine Autorität zu behaupten. Mach dir deine Macht zu eigen und erinnere dich und andere daran, dass du der Herr deines eigenen Lebens bist. Nutze diese Energie, um gesunde Grenzen zu setzen und zu deinen Entscheidungen zu stehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der August 2023 den Fischen eine transformative Energie bringt, die sich auf Beziehungen, persönliches Wachstum und Selbsterkenntnis konzentriert. Nutze die Kraft des Vollmonds, um deiner Fantasie freien Lauf zu lassen und dich von der täglichen Routine zu lösen. Nutze die Lektionen der rückläufigen Venus und des Neumondes, um zu überdenken, wie du deine Zeit und Energie investierst, und integriere besser abgestimmte Gewohnheiten in dein tägliches Leben. Wenn die Jungfrau und der rückläufige Merkur kommen, solltest du die Herausforderungen in deinen Beziehungen mit Flexibilität und einem kühlen Kopf angehen. Feiere das Monatsende mit einem Vollmond in deinem Zeichen, indem du persönliche Grenzen setzt und deine Autorität über dein eigenes Leben behauptest. Nimm die kosmischen Ereignisse im August an und nutze sie als Chance für Wachstum und Transformation auf deiner Reise der Selbstfindung.
Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun folgt deine 3-Karten-Tarot-Lesung für diesen Monat. Die Fruchtbarkeit, die die Herrscherin verkörpert, ist wahrhaftig unübertroffen. Sie ist die Königin von Mutter Erde, die personifizierte Natur selbst, die Leben erschaffen und nähren kann. In diesem Monat wird sie über deine Liebesbeziehungen wachen, und es ist leicht zu erkennen, dass du außerordentlich glücklich sein wirst. Deine derzeitigen Beziehungen werden blühen und gedeihen, und selbst der kleinste Funke der Anziehung könnte sich in etwas Schönes und Dauerhaftes verwandeln. Lächle und genieße jeden gemeinsamen Moment mit deinen Liebsten, denn diese Zeit wird von Zuneigung, Wachstum und Harmonie geprägt sein. Das Auftauchen der Karte des Gerichts weist darauf hin, dass du gerade vor einigen bedeutenden Entscheidungen stehst, insbesondere bezüglich deiner Lebensausrichtung und Ziele. Wenn du bereits einen Beruf oder eine Karriere hast, wirst du den Rest des Monats damit verbringen, sie sorgfältig zu pflegen, ähnlich wie ein Gärtner seinen Garten hegt und pflegt. Wenn du jedoch noch auf der Suche nach deiner Lebensbestimmung bist, sei bereit. Es ist wahrscheinlich, dass dir bald eine bedeutungsvolle Gelegenheit geboten wird, die dich in eine vielversprechende Richtung führen wird. Vertraue auf deine Fähigkeiten und höre auf deine innere Stimme, um die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn der Magier in Erscheinung tritt, ist es an der Zeit, dass du deine mentalen Fähigkeiten und Gedanken nutzt, um dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Du weißt, dass du dazu in der Lage bist. Du hast vermutlich schon viel Zeit damit verbracht, allein darüber nachzudenken, was du wirklich willst und wie du es erreichen kannst. Jetzt ist der Moment gekommen, es in die Tat umzusetzen. Es gibt nichts Befriedigenderes und Ermächtigenderes, als deine Talente und Fähigkeiten einzusetzen und zu erleben, wie das, was du wirklich begehrst, auch tatsächlich in Erfüllung geht. Vertraue auf deine innere Kraft und sei mutig. Denn der Magier erinnert dich daran, dass du die Macht hast, dein Schicksal zu formen und deine Träume zu verwirklichen.